nein, 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 bitte, nein, nein! Warte! Warte! Oh, Liebling! Taylor? Was ist hier los? Was? Liebling, du wirst es nicht glauben. Ich wurde gerade vom Aufzug ausgezogen. Willst du mich verarschen? Nein, du wirst es gleich sehen. Hey, Hübsche. Ich glaube, du übertreibst es ein bisschen. Schreib mir, wenn du Zeit hast, okay? Was? Wer ist das? Liebling, ich kenne ihn nicht. Liebling? Bist du ihr Verlobter oder ja, was? Ja, so in der Art. Oh Mann, tut mir leid. Ich wusste nicht, dass du schon im Hotel bist. Was soll das heißen, hä? Sie hat mir gesagt, dass du tagelang weg sein würdest. Was? Nein. Es ist nichts Besonderes, nichts Ernstes, glaub mir. Sie war diejenige, die mich verführt hat. Ich schwör's. Du schwörst? Wovon zur Hölle redest du? Und wer bist du? Und wo hast du das her? Lieblingsschatz, hör mir zu. Ich schwöre, ich weiß nicht, wovon er redet. Ich wurde wirklich vom Aufzug ausgezogen. Halt den Mund! Wovon redest du? Wie oft hast du dich mit ihr getroffen, hä? Naja, wir haben uns ein paar Mal getroffen. Aber es war großartig, wenn du verstehst, was ich meine. Du Freak! Liebling, was machst du denn da? Die Hochzeit ist abgesagt. Viel Glück! Warte, Liebling! Liebling! Nein, lass mich bitte. In Ruhe! Lass mich allein, okay? Nein, nein, Liebling! Stopp! Hey! Hey, nein! Luke, hör zu, ich kenne diesen Mann im Aufzug gar nicht. Du? Was machst du hier? Oh, hi. Kenne ich dich? Natürlich tust du das. Du hast mich in die Falle gelockt. Taylor, lass es einfach, okay? Hör auf. In die Falle gelockt? Komm schon, ich hab dich noch nie gesehen. Du hast mir im Aufzug mein Kleid vom Körper gerissen. Oh, Süße. Ich wohne im ersten Stock und brauche keinen Aufzug. Vielleicht hast du mich mit jemandem verwechselt. Oh, dieses Gesicht ist schwer zu verwechseln. Taylor, was glaubst du eigentlich, was du da gerade tust, ha? Was will sie hier? Warum hast du sie in unser Zimmer gelassen? Wer ist sie? Nun, Jess ist meine Ex. Sie wohnt auch hier im Hotel. Wir sind uns heute Morgen begegnet und ich habe sie eingeladen. Gibt es ein Problem? Vielleicht hattest du ja Pläne für dieses Sofa, für dieses Schlafzimmer, hä? Deine Ex-Freundin beschuldigt mich, dich zu betrügen. Was? Hast du Luki betrogen? Nein! Und das weißt du! Woher soll ich das wissen? Weil du das alles eingefädelt hast! Also, wenn ich das war, dann beweis es. Aber... Wo sind deine Beweise? Oh. Das habe ich mir gedacht. Das ist doch lächerlich. Warum führst du hier so eine Show auf? Du willst Ehrlichkeit? Okay. Ganz ehrlich, ich bereue, dass ich mit dir zusammengekommen bin und Jessica verlassen habe. Die Antwort ist leicht, weil sie mich nie betrogen hat. Und du hast es getan. Und jetzt? Jess, wärst du so nett und begleitest mich auf einen Spaziergang? Geben wir Taylor doch Zeit, ihre Sachen zu packen und zu gehen. Gib der Putzfrau die Schlüssel, ich will dich nicht sehen. Nie wieder. Ich will dich nicht mehr sehen, okay? Leb wohl. Junge Frau, ich würde Ihnen ja helfen, aber ich brauche eine Erlaubnis, um Ihnen die Aufnahmen der Überwachungskamera zu zeigen. Okay. Verstanden. 50? Also. 100? Beide. Erlaubnis erteilt. Ja. Einen Moment. Die hier? Ja, das bin ich. Aha, ja. Seltsam. Das verstehe ich nicht. Aber Moment mal, was ist denn? Aus irgendeinem Grund fehlt das Videomaterial vom Aufzug. Als ob es jemand gelöscht hätte. Was?
Sie sagen mir also, dass ein Fremder in Ihren Überwachungsraum gekommen ist und Ihre Aufnahmen gelöscht? Nein. So funktioniert das nicht. Man braucht den Zugriff auf das Video, um es zu löschen. Nur ein Hotelangestellter kann das tun. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wer sowas tun würde. Hier, die Aufnahmen wurden wahrscheinlich einfach nicht gespeichert. Warten Sie mal, wer ist das? Er? Ja, er. Können Sie reinzoomen? Ja, natürlich. Das ist unser Barkeeper, Cody. Barkeeper. Cody. Was habe ich dir getan? Hey! Oh mein Gott! Hör mir zu, du Idiot! Und nutz das bisschen Hören, was dir noch bleibt! Schon gut! Wenn du mir jetzt nicht alles erklärst und die Wahrheit sagst, dann schwöre ich, isst du den Rest deines Lebens nur noch vom Löffel. Und zwar sicher keine Proteine! Okay, schon gut! Aber gib mir eine Pause! Beruhig dich! Oh Gott! Ah, meine Augen! Okay, es war Jessica. Sie hat mich bezahlt, die Beweise verschwinden zu lassen, aber beruhig dich! Oh Jessica. Mann! Ja! Aber warum hast du das getan? Weil ich Geld brauchte. Weil ich eine Freundin habe und ihr einen Eintrag machen will. Ich wollte einen schönen Ring kaufen. Aber ich bin nur ein Barkeeper. Ich bin nicht gut genug für sie. Mein Gott. Glaubst du, dass echte Männer so etwas tun? Ich hatte keine Wahl. Was, wenn ihr jemand das Gleiche antun würde? Würdest du sie gern weinen sehen? Verstehst du eigentlich, wie weh das tut? Okay, hör mir zu. Ich werde niemandem sagen, was du getan hast, wenn du mir hilfst, es Jessica heimzuzahlen. Wenn du dein Leben retten willst, deinen Job und deine Beziehung, dann tust du das, was ich sage. Du hilfst mir und ich helfe dir. Ja. Deal. Gut. Tut mir leid. Oh mein Gott, was ist los? Okay. Kann mich wer hören? Hallo? Ja, hallo? Ich stecke im Aufzug fest. Natürlich. Das wissen wir. Super. Dann lass mich raus. Oh, ich fürchte, das ist nicht möglich. Gestörte Verrückte sollten im Käfig bleiben, weit weg von allen anderen. Taylor? Bist du das? Taylor! Wie? Dachtest du, ich würde einfach gehen? Oh mein Gott. Das ist nicht lustig, Taylor. Niemand lacht hier, Jess. Das Spiel ist vorbei. Aber jetzt ist es ernst. Mach sofort die Tür auf! Natürlich. Ich mach sie auf. Aber nicht, bis du dein Kleid ausgezogen hast. Was? Oh, natürlich, klar. Das werde ich nicht tun. Im Aufzug ist genug Sauerstoff für Tage, also. Also du machst mir keine Angst. Jess. Liebe Jess. Du wirst nicht lange da drin eingesperrt sein. Was ist hier los, Taylor? Ich habe mich mit deinem Komplizen Cody zusammengetan. Und dieser Aufzug steht mir jetzt vollstens zur Verfügung. Nein. Du hast 30 Sekunden. Die Uhr tickt. Nein, bitte 29, nicht. Das kannst du nicht tun. 28. 27. Nein. 26. Bist du wahnsinnig? 25. Willst du 24, mich fallen, hä? 23, ich musste sein Leben zerstören. 22, 21. Es tut mir leid, bitte. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Okay. Ich flehe dich an! Braves Mädchen. Das war's. Sehr gut. Warte! Gib mir das zurück! Jess, ich kapier's nicht. Wir haben uns im Guten getrennt. Wir wollten beide Freunde bleiben. Warum hast du das getan? Warum bist du so dumm? Vielleicht, weil ich dich immer noch liebe. Warum muss ich dich so glücklich sehen, wenn es mir schlecht geht?
Weißt du was, Jess? Die Tatsache, dass du jemanden liebst, gibt dir nicht das Recht, sein Leben zu zerstören. Niemand gehört dir. Also warum? Weißt du, statt jemandem das Leben zu ruinieren, warum kümmerst du dich nicht um dein eigenes? Auf Nimmerwiedersehen. Hey, warte! Was? Der Aufzug funktioniert nicht. Wie komme ich jetzt in mein Zimmer? Ich bin nackt. Ich schätze, du bleibst hier. Außerdem hat dein Freund Cody deine Schlüsselkarte blockiert. Dir bleibt wohl nichts übrig, als rauszugehen. Aber erkälte dich nicht. Ich hasse dich!